Bullseye. So, jetzt auch das Angebot für den RTV, der will ja gar nichts an Geld. Also verlässt noch 5 Wochen. Fehlt das hier noch ein bisschen. Okay, bisher hat keiner abgelehnt, das ist schon mal etwas. Schon mal etwas. Ja. Scheint hat Scout nichts zu tun. Zu City für 132. Pulisic zu Gladbach, Alter. Olmo zu Leverkusen. Muniz zu Chivicente. Chivicente schlägt wieder zu, ne, mit den Ablösefreien. Emmanuel Dennis zu AC Mailand. Schum Graz kassiert 17 Millionen für Morgala. Oha, den hat es für 30 von Hoffenheim geholt. Okay, never mind. Ich war schon bereit festzustellen, dass sie den wieder ablösefrei geholt hatten. Okay. Ich dachte schon, das war schon wieder ein Mega-Transfer von Sturm Graz. So, Maxit ist da. Sehr schön. Das heißt, den Keeper haben wir abgeschlossen, ne? Genau, dann kommt der in die Reserve. Dann haben wir jetzt zwar keinen Slot gewonnen, aber wir haben Keeper abgehakt. Keeper ist improved. Hauser macht mir jetzt ein bisschen Gedanken. Der sieht so aus, als würde er vielleicht nicht zu uns wollen. Swiderski ist da. Sehr schön. Das heißt, auch der RV ist cleared. Pitchers verärgert. Tagliente begeistert. Pitcher, du bist auf ganz dünnem Eis, ne? Das weißt du schon, oder? Dir ist schon bewusst, dass du auf ganz dünnem Eis bist, Digga. Also ganz, ganz dünnes Eis. Hauser macht mir jetzt so ein bisschen Gedanken. Okay, die akzeptieren beide. Die kommen dann nächste Saison hoch. Sehr nice. Gefällt mir. Dann sind die schon mal locked. Ich meine, die gehen sowieso aus der Jugend, ne? Hauser ist da. Yes. Sehr schön. Keine verärgert. Nur Ansporn. Nice, nice, nice. Kempel, Dabrowski, Hauser. Damn. Und Tomo als Ersatz. Yes, yes, yes. So, jetzt haben wir noch den Winger ausstehen. Der will 3 Jahre, okay. Ich glaube, der wird nicht kommen. Campbell hat 7. Ja, okay. Der kommt nicht. Das ist okay. Dann müssen wir uns halt einen anderen suchen. Aber, ne, dann haben wir bis auf den Winger jetzt alles abgeschlossen, immerhin. Tendenziell ist halt wirklich ein Ersatz für Jones, ne? Rechts haben wir halt Francis und Adams, die sich wahrscheinlich ein bisschen abwechseln werden. Ein Ersatz für Jones wäre halt sinnvoll, glaube ich. Genau. Der muss auch nicht super jung sein oder so. Sowas wie Shalom ist tatsächlich okay. Das ist mir aber ein bisschen teuer tatsächlich. Dan Mooney. Der hat auch schon gegen uns getroffen, ne? Wie sieht's denn bei dem aus? Gucken wir mal, wie es bei dem aussieht. Und nach dem Spiel, glaube ich, haben wir das erste Ligaspiel schon. Länderspieler. Ich bin nämlich jetzt Nationalmannschaft mit Hashtag United.
Wir werden auch bei der nächsten WM dabei sein. Yes, gegen Hampton. Oder so. Stammplatzgarantie, nee. Nee. Nicht mal knapp. But I've all but just forgotten of her eyes were and the scars of how she got them. Ich will gar nicht viel mehr, ne? Das ist schon sehr, sehr viel Geld tatsächlich, ne? Bin ich ehrlich. Wie sehr das Gefühl führt, das ist sehr schön, das gefällt mir. Arnold zu Salzburg. Maximilian Arnold zu Salzburg. Let's go. Okay. Saniolo zu Saniolo geht auch noch. Rom ist so am Boden. Belotti und Saniolo gehen. Belotti und Saniolo weg. $6,81. Na gut, es fehlen jetzt die zwei Dings, ne? Belotti und Saniolo, die waren, glaube ich, aus der ersten. Jetzt Adams und Tiernagel hoch, sehr schön. Questions that you still have. Oder doch Barber? Oder ihn? This ain't love and how do we get out? That's when she said I don't hate you. Riley Tate. Die sind mit dieser alle zu teuer, tatsächlich. Kein Thema, den wir unbedingt brauchen und ansonsten ist es teuer. Hemel Hempstead sind die einzigen, die eine bessere Vorbereitung gemacht haben. Kempston ist unser erster Gegner. Angebot für Ryan Johnson. Lass mich ganz kurz überlegen. Für Ryan Johnson, ja? Nein. There is nothing left to say. Er wird auch ablehnen. Safe. Sehr, sehr safe. So, wir sind die Besten. Wir haben den höchsten Marktwert. Der höchste Marktwert hat Sean Jones. Der jüngste ist auch Sean Jones. Das ist wild. Höchster Marktwert und jüngster der Liga. Das ist krass. Ja. Stockton spielt wieder mit Banbury. Oldham ist neu. Dimitri Gateshead sind natürlich mit uns abgestiegen. Buxton. Felix Doe hat sich irgendwie so im Mittelfeld eingefunden in der Liga. Kempston scheint wieder runterzugehen eher. United have managed them, maybe auch. Worksop war auch bei uns damals nicht so gut unterwegs, ne? Auch irgendwie 19. oder so. Oder war das sogar. Nee, die sind auch mit uns runter, oder? So. Up the tags. Wir können Jermaine spielen. Ansonsten können wir das so machen. Sehr schön. PK. Genau, PK wirkt körperlich stärker, klar. Wer steckt jetzt noch mit? Ah, Pitcher. Nein, ja, du bist ein kleiner Hund, ne? Holy shit, Pitcher, gib mir echt langsam auf den Senkel. Wenn er nicht sowieso irgendwie ausläuft oder sowas, ist, glaube ich, Pitcher gefühlt der Erste, der auf der Abschlussliste steht, ne? Bin ich ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Also zu wenig verdient tut er auch noch der Pitcher, ja?
Ist klar. Come on. Up the tags. Jetzt geht's rund in der National League. Come on. Wer macht das erste Tor? Zurück in der National League North für Hashtag United. Nicht wieder ein Eigentor als erstes. Das hatten wir doch schon mal in irgendeiner Saison. Ich frage noch, wer macht das erste Tor und das macht Harry Hayes als Eigentor oder so. Digga. Nee. Yes. Ausgleich. Durch Ryan Johnson. Vielleicht ist dieser Torschützenkönig jetzt. Come on. Come on. Leute. Okay. Hatte mir vielleicht ein bisschen anders auf, bin ich ehrlich. Aber ungeschlagen, I guess. Die zweite gewinnt 3-0. Super. Okay, Mooney lehnt ab. Haben wir in den zweiten, oder doch Baggage hoch? Nee, Baggage aber nicht als Ersatz, ne? Thorpe könnte man als Ersatz nehmen, aber der hat halt nur 42, ne? Das war eigentlich nicht gut genug. Baggage hat jetzt 46. Devil is six, then that must make me seven. Aiden O'Brien. Wird halt Gehalt. Oh Mann, ich hasse das, ne? Wieso kann das nicht die Sortierung beibehalten? Why? Naja. Naja. So schlimm ist das Gehalt gar nicht, wie ich gedacht hätte. Wenn ich ehrlich bin. Da ist aber das. Da ist aber doch ein Begraben. Entweder das oder keins. Direkt bam auf den Tisch. Entweder nimmst du an oder nicht. Ganz klar, ganz klar. Marcus Rashford zu Sevilla ablösefrei. Wild, Alter. Wild. Greimel zu Sturm Graz. Jetzt aber. Jetzt ist Sturm Graz wieder am Start. 13-5. Greimel zu Sturm Graz. Hätte ich auch genommen. Also Greimel, nicht Sturm Graz. Wie soll ich auch Sturm Graz nehmen? Was ist denn eigentlich mit Schola. Ja gut, 17-3, ne? Außer. Schade. Hätte ja klappen können. Everybody, here we go. Brian hat noch nicht abgelehnt. Das ist schon mal etwas, I guess. Das ist ja schon mal etwas. Er überlegt sich zumindest. Danke. Danke, danke, danke. Ich hoffe, es bringt auch was. Ich hoffe, es bringt auch was. Come on. Up the text. Jetzt gegen Worksop. Eigentlich ein machbarer Schlag gegen Worksop und Kempten, glaube ich. Kempsten. Aber müssen wir halt auch mal durchziehen, ne? 1-0 Ryan Johnson. Wo ist er? 2 Tore, 2 Spiele. Ich will ein Tor sehen, Ryan Johnson. Mindestens.
Also, was ich gesehen habe, ist Harry Bridge mal wieder mit einer gelben. Nice. Ganz Bader Biganski, sehr schön. Oha. Come on. German Francis. Big Biganski, let's go. Let's go, ganz, ganz huge. Okay, 3 Punkte. Sehr schön. Bisschen knapp, aber 3 Punkte. Nächstes Spiel, wir gehen Gate Set. Schade. Hätte ich auch einmal wieder vertragen können, ne? Das ist zu schön gewesen. Braithwaite to City für 16,5. Calvin Phillips zu Newcastle. Steven Sessegnon zu Arsenal. Samuel Umtiti zu Heerenveen, ehemaliger niederländischer Meister in diesem Safe, ne? Gateshead. Die sind mit uns abgestiegen. Mal gucken. Wie ist bei denen? Oh, und Brian lehnt ab. Okay, okay. Können wir wirklich immer nur sagen, hey. Wir spielen mit denen 3 und wenn wir einen brauchen, holen wir Ding hoch, ne? Baggage, I guess. Mach mal erstmal so. Vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht das ja. Noch einiges an Geld. Ich denke mal, das werde ich ins Trainingszentrum, ins Bürogebäude und so ballern. Wenn wir nach der Transferperiode ein bisschen umstülpen, das Budget wieder. Weil das ist schon einiges an Geld. Dann können wir damit vielleicht die Infrastruktur noch ein bisschen ausbessern, ne? Aber zumindest langfristig was davon. Irgendwie hat eine Schecke der Mannschaft das hier. Was? Sehr, sehr nice. You remind me. So, was sagt die Jugendmannschaft? Ah, ist refreshed. Yeah, let's go. Das wird so nice. Let's go. Harper Bailey. Ein 7er, ne? Weiß nicht, ob wir ganz so wählerisch sein können, stand jetzt. Wenn sie nur für die zweite sind, um dann erstmal Geld zu machen, ne? Gerade bei 7er Plusen. Ich würde immer noch aussortieren, wenn sie aus allen Nähten platzen sollte. Jugendmannschaft können wir dann immer noch aussortieren, ne? Sagen wir, okay, dann machen wir jetzt erstmal. Schmeißen jetzt erstmal die mit den schlechten Eigenschaften raus. This time I've. For when your heart was breaking and I've been wrong. Come on, jetzt gegen Gateshead.
Statement setzen, Leute. Können wir das Notepad wegnehmen? Brauchen wir nicht mehr? Up the tags. No, no. 1-0. Sean Jones. Vorlage Ryan Johnson. Come on. Ryan Johnson vielleicht mit dem Tor? Let's go. Vorlage Matt Passaquall. Yes, 2-0 zur Halbzeit gegen Gateshead. Wichtig. Hetzen sagt zumachen, Ryan Johnson, und dann war's das. Guck mal, macht noch eins, Leute. Oh, Glanzparade, sehr schön. Mal wieder. Die Gans gibt es ja mit einer guten Saison. Yes, come on. Ist ja nur vom Eigentor, glaube ich, besiegt, ne? Ich glaube, die anderen zwei Spiele waren zu null. Oder? Ja. Literally, das einzige Gegentor, was wir hatten, war ein Eigentor. Das ist ja super. Das ist ja super. Swiderski ist wieder fit, bzw. noch angeschlagen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gelesen habe. Aber müsste. Knežević zu AEK. Als Dunali zum Lask. Huch. I'll walk this. Wenn man einfach bei den ersten drei Worten von Boulevard of Broken Dreams schon richtig reinscheißt. Was ist denn da los? Kings Lynn. Swiderski ist weiterhin angeschlagen. Oha, Tagliente wird nicht verlängert. Was? Hä, was? Entschuldigung. Entschuldigung. Wann läuft denn aus? Diese Saison. Nee. Warte. Okay, halt, stopp. Wir gucken jetzt gleich allgemein mal wegen den auslaufenden Verträgen. Nee. Okay. Ein Fünfer, verletzungsanfällig, müssen wir nicht mitnehmen. So nötig haben wir es dann doch nicht. That divides me somewhere in my mind. Dann haben wir schwierige Gespräche und dann gucken wir gleich mal in die Verträge rein, ne? So, wer da ist gut trainiert? Hauser. Jermaine Francis. Hampson. Shrivers. Ich kann ihm eine Verlängerung anbieten, ne? Also per Gespräch quasi so sagen, hey Digga, ich möchte verlängern. Mache ich aber jetzt erstmal noch nicht. Was mir eher Sorgen macht, wir hatten ja, wen hatten wir denn versprochen? Ah nee, wir hatten dem Holländer versprochen, dass wir verstärken, ne? Der ist jetzt sowieso weg. Viganski. Da würde ich vielleicht nochmal 2 Jahre ranhängen. Will mindestens 3, dann machen wir 3. Boah, 37.000, Digga.
gut, die werden jetzt eher teurer, ne? Das ist halt leider so. Tagliente möchte absolut nicht gerade. Tom Smith würde ich da vielleicht, will auch drei. Auch der könnte eine Klausel haben, ne? Der ist halt auch eher schon älter. Einige Male spielen ist, glaube ich, fair. Ethan Robb sieht sehr ähnlich aus tatsächlich. Wobei einer von beiden wird halt wahrscheinlich spielen, ne? Gefühlt ist halt einer von beiden wird Stammspieler sein. Harry Pitcher, du kleiner Assi. Gut, dann nehmen wir die Klauseln raus, wa? Elias Risp möchte nicht. Pitcher würde verlängern. Mit dem gern das Gehalt kürzen, Digga, sei dir, wie es ist. Ich würde ihm echt gern einfach nur das Gehalt kürzen. So, dann haben wir aber fast alle bis auf Tagliente, ne? In der zweiten sieht es halt wild aus wieder, ne? Aber auch da gucken wir nächste Saison. Nicht nächste, aber halt vielleicht im Winter oder sowas, weiß ich nicht. So, jetzt geht's gegen Kings Lynn. Let's go. Up the tags. Oha. Direkt mal mit dem verdrehten Fußgelenk runter. Uff, das ist bitter. Das ist bitter. Come on. Ryan Johnson, wo sind die Buden? Aha! Sean Jones? Sean Jones! Yes! Da hat's gescheppert! Bonus. Paul Mullen! Was? Nee! Verpiss dich! Was machst du bei Kingsland? Geh weg! Was soll das? Nee. Come on. Yes. Elias Risp mit dem Tor. Ganz Parade Biganski. Ich möchte hier 3 Punkte, ne? Zeig euch, wie es ist. Wo ist Johnson? Wieder unentschieden. Wir sind immer noch ungeschlagen, aber wieder unentschieden. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, bin ich ehrlich. Paul Mullen. Bodenlos. Ibanez Athletic für 33,5. Wo ist Sturm Graz? Wo ist der nächste Megatransfer? Nee? Keiner? Gar kein Pips? Gar keins mehr? Alles weg? Peterborough. Pitcher möchte nicht, das ist aber schade. Das ist aber low-key schade. So, Swiderski ist wieder da. Ist halt noch nicht ganz fit, ne? Das heißt, Rift wollte nicht verlängern, Tagliente wollte ich auch gerade nicht pitchen, ist nicht da. Und Peterborough und Stockton back-to-back, oha.